ist am Ende. Weil wir, und zwar war der, diejenigen, das sagen, Habinger, der Vorbote dessen, was wir für den ersten globalisierten Sektor der Welt erlebt haben, nämlich für den Finanzsektor, das war 1969, das Verständnis in der OECD über den freien Kapitalverkehr. Und wir müssen als zweiten Hintergrund sehen, dass diejenigen, die man normalerweise nicht nennt, die man aber sehr genau identifizieren kann, über die Clearing-Mechanismen der Welt, die im Jahr 3000 Billionen umsetzen. Das sind BNY Mellon, Vanguard Group, Fidelity Trust, also die im Hintergrund stehenden Großen, die in Wirklichkeit das Weltsystem steuern. Und diese Gruppe hat bereits 1944 in Bretton Woods ihre klare Strategie gehabt. Und da muss man noch etwas im Hintergrund sehen, weil die meisten das nicht zur Kenntnis nehmen. Das Fed, das Federal Reserve System, ist in Wirklichkeit ein staatlich belehntes Bankenkartell. Im Jahr 1913, quasi überfallsartig zu Weihnachten, haben die Großbanken um JP Morgan sich den Kongress überzeugt, dass sie die Funktion einer Nationalbank übernehmen. Und haben dann ganz gezielt Lokalkrisen initiiert, Zinsen auf und ab manipuliert, um die in Not geratenen dann zu übernehmen. Und das läuft gerade jetzt auch. In den USA sperrt fast jeden Tag eine lokale Bank zu, die man zuerst hineingelockt hat, indem man gesagt hat, ihr müsst die neuen Finanzinstrumente gebrauchen, um konkurrenzfähig zu sein, um höhere Renditen geben zu können, um dann zuzudrehen. Und den Markt so zu monopolisieren, dass das too big to fail, das TBD gilt, sodass der Staat doppelt in die Zange genommen wird. Erstens, dass ich sowieso die Nationalbankmacht in der Hand habe und zweitens, dass ich die Garantie habe, dass alle Spekulationsfehler auf Staatskosten ausgeglichen werden müssten, weil man sagt, die dürfen wir nicht untergehen lassen, sonst ist der Schaden zu groß. Das war, glaube ich, das Erste, was ich hineinschicken wollte. Und das Zweite, das war für mich eigentlich die große Überraschung. Ich weiß nicht, ob Sie schon einmal das Project for the New American Century gelesen haben. Das ist Hitlers Mein Kampf auf Englisch. Es ist so unglaublich. Und ich habe mir den Originaltext beschafft. Ich bin, weil ich noch Mitglied des Verteidigungsrates bin, in das George Marshall Center in Garmisch-Partenkirchen hingegangen und habe dem Portier gesagt, obwohl dort gestanden ist, jeder, der das betritt, wird erschossen. Das ist exterritorial und die Deutschen zahlen sogar 40% von der Geschichte und da wird die ganzen Ostblock-Soldaten verwöhnt in einem 5-Sterne-Hotel. Und habe gesagt, so, und ich bin Mitglied von dem und ich kenne den Dr. Clark und ich möchte jetzt zu dem hingeführt werden und habe mein Gepäck abgestellt und praxt ist er mit mir gegangen, ohne mich zu kontrollieren, ich forsch genug war. Und dann hat er das dort stehen gehabt und gesagt, darf ich das Exemplar gleich haben, mich interessiert. Und es ist wirklich so, wenn man drin liest, dass Preemptive Force erlaubt ist, um die Rohstoffe zu sichern. Dass Force erlaubt wird, um die Währung zu sichern, nicht? Dann weiß man, dass dahinter
eine gewaltsam denkende Gruppe steht. Und wer die Autoren kennt, nicht von Wolfensohn bis Jenny hin, dann ist man eigentlich, schaut man ganz anders hinter die Kulissen. Denn uns wird oft nachgesagt, dass wir Anti-Amerikaner seien. Das sind wir nicht. Ich habe so viele gute amerikanische Freunde, aber eine Elite missbraucht dieses Volk und hat es angelegt, über das Finanzsystem wirklich die Welt zu regieren. Und ich bringe nur einen Kurzexkurs. Ich habe meine Tochter dazu animiert, dass sie über die argentinischen Krisen schreibt. Die Argentinier waren nach dem Krieg eines der reichsten Staaten der Erde. Und die haben sie durch wohlfeile Kredite in die Verschuldung hineingelockt, um dann plötzlich, die haben keinen Fixzinssatz gehabt, die Zinsen so hinaufzusetzen, dass das budgetär nicht mehr durchzustehen war. Und dann ist die ganze Austerity-Politik gekommen, die in Wirklichkeit einen Kreislauf nach unten bringt. Und jetzt haben wir in Europa das auch gehabt, noch immer, angelaufen, sehr stark seit 1970. Die Hyper-Real Estate ist gerade gefallen, dass man die Politiker geradezu in das Schuldenmachen hineingelockt hat. Wir versorgen euch ohnehin kostengünstig mit Krediten, wenn ihr uns die Rahmenbedingungen garantiert. Und nachher die Schraube anzuziehen. Klassisches Beispiel Griechenland, das ganz aktuell ist. Ich mache es kurz. Man hat den Griechen locker Kredite gegeben, hat sogar Verschuldungen vor der EU verborgen und beraten, wie man das macht. Und dann ihnen, und das habe ich prophezeit, wie die Umschuldungen anstanden, sowohl in Spanien, als auch in Griechenland, als auch in Portugal, dass jetzt plötzlich die Welle kommen wird, Rating heruntersetzen, um die Zinsen bei der Refinanzierung erhöhen zu können. Und das ist blendend abgelaufen für die großen Finanziers. Und statt dass wir gesagt hätten, Freunde, ihr habt wart alle Fachleute, die ihr die Politik belehrt habt und die Politik am Nasenring quasi geführt habt. Ihr habt hohe Zinsen verlangt. Hohe Zinsen beinhalten eine Risikoprämie. Schreibt gefälligst den Großteil eurer ohnehin aus dem Nichts kreierten Kredite ab. Denn ein Kredit ist ja in Wirklichkeit etwas ganz anderes, als es gemeinhin gedacht wird, man leiht Geld. Der Kreditnehmer verkauft eine künftige Geldleistung an den Kreditgeber. Und sie haben diesen Kauf zugestimmt. Also hätten wir das so bereinigen müssen. Den Schulden wäre ich nicht los über weitere Schulden zu noch höheren Zinssätzen. Schulden wäre ich los durch Konkurs oder Ausgleich. Und ich glaube, in diese Richtung müssten wir denken. Ich wäre jetzt schon zu lang. Ich wollte nur auf das, was Bohatsch gesagt hat, eingehen. Griechenland ist überall, könnte man sagen. Sie sehen, was sich in Griechenland jetzt aufbaut. Da kommt es zu einem Schwung in Richtung links zurück. Wenn Sie Rumänien